Wir kommen schon wieder zu spät, wie jeden Tag. Heute Morgen liegen die Temperaturen im Stadtzentrum bereits bei 36. Sehen Sie sich gut. Sie ebenfalls, Cäsar. Guten Morgen, Senorita Clara. Sie sehen müde aus. Oh Mann, Cäsar, Sie können Komplimente machen. Immer dieses Lächeln. Alles ist immer toll, alles genial. Clara im Aufzug getroffen. Was hast du ihr gesagt? Machst du dir Sorgen? Sie weiß doch sicher Bescheid. Ich bin noch nie so weit gegangen. Zum ersten Mal habe ich einen Grund zu leben. Das hier sind Ihre Referenzen. Sieht aus, als würden Sie sich in keiner Stellung lange halten können. Dieser Spinner mit den SMS, belästigt er Sie immer noch? Woher wissen Sie davon? Wie ich gehört habe, besitzen Sie Schlüssel zu allen Wohnungen im Haus. Ja, als Hauswart habe ich Zugang zu allen Wohnungen. Ist irgendwas? Die Sache wird kompliziert. Ich glaube, es ist an der Zeit, ernst zu machen. Es ist soweit, Clara. Was hast du ihr angetan? Verdammt, das hat der Arzt doch gesagt! Oder glaubst du ihm etwa auch nicht? Weißt du, warum ich dir das erzähle? Du sollst wissen, wozu ich fähig bin.